Moin Freunde und schöne Grüße aus luftiger Höhe. Im Hintergrund seht ihr schon ganz groß das Industriegebiet Jenschwalde. Dort lernen wir heute einen Ausbildungsberuf kennen, der deutschlandweit zukunftssicher ist und überall vertreten ist. Und zwar geht es um den Industriemechaniker bei der LEAG. Das größte Unternehmen hier in der Region, Energieunternehmen. Das Unternehmen stellt sich auch gerade um. Ihr wisst ja, Kohleausstieg und so weiter. Also, wir sehen uns gleich da hinten. Bis gleich, Freunde. Und angekommen in Jenschwalde vor der Ausbildungsstätte und da sind Sie schon. Hi. Hallo, grüß dich. Ich bin Cedric, bin 21 Jahre alt, Industriemechaniker und jetzt drittes Lehrjahr. Hallo, ich bin Niklas, 20 Jahre alt, bin auch im dritten Lehrjahr hier bei der LEAG. Es ist ja so tatsächlich, dass die ersten zwei Jahre hier stattfinden anscheinend. Ja. Industriemechaniker, kurz zusammengefasst. Was also ist das? Du bist vom Prinzip her eigentlich ein Schlosser. Ist es das, was ihr wollt? Und lernst dazu aber noch weitere Qualifikationen wie Zerspanung an der Dreh- und Fräsmaschine, aber auch Pneumatik, Hydraulik. Also einfache Grundlagen. Ist es das, was ihr liebt? Also Metallverarbeitung vor allem. Ja, Grundbearbeitung, ja. Hier gibt es so kleine Werkstätten oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also du hast für jeden Bereich eigene Werkstätten. Wir haben zum Beispiel hinten eine Metallwerkstatt. Und da gehen wir jetzt mal rein und gucken uns mal um. Alles klar, können wir mal. Sehr geil. Freunde, bis gleich. So, wir sind jetzt hier wo? In der Metallwerkstatt. Großer Bestandteil eurer Ausbildung, oder? Genau, hier lernen wir das richtige Feilen, nenne ich das jetzt mal, Sägen, Bohren. Wir sehen schon, wir haben hier so drei Werkstücke. Kupfer. Bam! Alu. Bam! Stahl. Bam! Yeah! Yeah! Also das Erste, ich spanne das jetzt ein. Genau. Hier auch noch die Schonbacken. Ah, ein paar Schonbacken. Das haben wir rein und jetzt kannst du es zwischenhalten. Genau, so, jetzt ziehst du mal fest, genau. Jawohl. So, und dann kannst du schon losgehen. Wir können ja mal mit der Süßen hier anfangen. Mit der Süßen? Mal gucken, die Süße. Braucht man denn so eine Feilarbeit dann noch im normalen Berufsalltag eigentlich? Ja, mehr oder weniger. Also zum Graten zum Beispiel von Schnitten. Also wenn man was abgeschnitten hat mit einer Säge, dann zum Graten. Zeig du mal, wie du jetzt hier arbeiten würdest. Ja, ich würde erstmal eine andere Feile nehmen. Ach. Das war die gröbere nehmen. Ich überlege gerade, ob ihr auch Werkstücke selber herstellen müsst. Am Anfang mussten wir zum Beispiel einen Briefbeschwerer oder einen Bleistifthalter haben. Das ist der Briefbeschwerer zum Beispiel. Mal das aus Messing gemacht und okay. Du siehst aus zwei Teilen. Briefbeschwerer. Ab jetzt im Shop. Anreißplatte nennt sich die. Anreißplatte. Anreißplatte, genau. Okay. Die ist extra nur dafür gemacht, dass man halt hier gut mit den Höhenreißern mal lang bewegen kann. Die sind relativ glatt. Und das gehen wir bohren. Noch nicht, jetzt müssen wir es erstmal körnen. Wenn man die Anreißlinien halt sieht, dann setzt man halt genau ein Kreuz an. Und jetzt hast du so eine kleine Vertiefung als Ansatz fürs Bohren. Hammer immer hinten anfassen, Freunde. Aber jetzt können wir bohren. Wie ist eigentlich so die Tonlage unter Kollegen? Eigentlich ganz gut. Also wir haben eigentlich eine ziemlich harmonische Atmosphäre. Ziemlich spaßig auch. Ja. Gerade weil man ja auch hier zusammen an den Werkbänken steht. Ja. Sich immer austauschen kann. Kann man auch über alles Mögliche dabei hier drehen. Man sollte natürlich auch die Arbeit nicht vergessen. Aber kollegiale entspannt. Atmosphäre ist cool. Ja. Aber es ist richtig, richtig angenehm geräuschlos für mich. Ja, das geht. Hallo, servus Leidl. Dann werden wir mal gucken, was uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Ja. Sehr gut. Eins plus. Mit Grater nimmt man, um jetzt das Grat oder die Späne halt, wenn du hier anfasst, scharf. Vielleicht gehe ich doch noch in die Metallverarbeitung, ne? Wisst ihr schon. Genau. Kannst gleich anfangen. Schon gut in Grater. Wenn du es umfährst, merkst du top. Entgratet. Ich sehe jetzt noch eine Runde. Dauert jetzt nur noch ein bisschen. Ist jetzt Zeit. Lass uns mal wirklich darüber reden, wie ihr überhaupt erstmal hierher gefunden habt. Meine Familie ist eigentlich handwerkliche Berufe, sagen wir, geprägt. Und dann habe ich gedacht, damals schon, ach, probier's mal bei meiner Mutter im Betrieb. Dann habe ich da halt Praktikum gemacht, habe da ein bisschen mit Metall gearbeitet. Also ich war damals nach der Schule in Cottbus bei der Impulsmesse gewesen. Ah, okay. Da habe ich halt viele Unternehmen gefunden, die halt auch den Industriemechanikern anbieten. Dann habe ich mich da genau ein bisschen recherchiert und im Endeffekt bin ich halt bei der LEAG gelandet. Und also zufrieden bisher? Ich bin top zufrieden, ja. Ja, ich restauriere DDR-Technik, also, okay, cool. Also von Moped bis Traktor. Ja, dadurch kommt man dann zu so einem Beruf, würde ich jetzt so behaupten.
Nach der 10. bin ich dann aufs OSZ gegangen, habe da mein Fachabitur gemacht und danach wusste ich schon gleich, wo ich eigentlich hingehen will. Wollte ich nehmen an, bisher auch nicht geholt? Nee, auf keinen Fall. Sehr schön. Hast du Bock, weiter zu bleiben? Auf jeden Fall, ja. Okay. Cool. Dann haben wir das mal gecheckt. Alles klar. Sehr geil. Große Werkstatt. Viel zum Handanlegen auf jeden Fall. Wir sind jetzt im Pneumatiklabor angekommen. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Sehr gut. Wir sehen auch im Hintergrund. Wir sind mal kurz frech. Ah, hier. Morgen. Morgen. Moin, Meite. Sehr gut. Und auf jeden Fall Unterricht. Und was ist das jetzt? Also das ist jetzt, wenn, wie du siehst, eine Pneumatikschaltung, eine einfache, ja. wo vom Prinzip mittels Druckluft Arbeitszylinder angesteuert werden sollen. Je mehr Zylinder man halt mit einbaut, umso komplexer wird halt auch diese Schaltung. Und wir sehen jetzt hier da drüben noch einen Aufbau, das ist ein anderer. Ja. Sieht für mich erstmal grundsätzlich ziemlich ähnlich aus, muss ich sagen. Aber dir fällt bestimmt was auf. Und zwar, dass du hier viel mehr Kabel dranhängen hast als bei der Schaltung davor. Ja. Das ist halt E-Pneumatik. 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 Genau, Elektro-Pneumatik. Also es werden jetzt nicht über normale Handtaster wird es jetzt angesteuert, sondern über diese Schaltrelais, elektrischen Relais geregelt. Sehr gut. Dann war es das mal aus der Pneumatik und wir ziehen weiter. In welchem Zusammenhang spielen große Anlagen bzw. ja, Geräte irgendwie eine Rolle? Die Anlagen kommen dann erst im Betriebseinsatz ins Spiel. Okay. Da geht man dann halt mit seinen Vorgesetzten mit und guckt sich das an, der erklärt ihm, wie was funktioniert, warum das da ist, wieso. Das heißt, erstes Modellehrjahr Grundlagen, drittes Lehrjahr dann Einsatzgebiete. Genau. Wo bist du jetzt im Einsatz? Ich bin jetzt im Werk 2 auf dem Block. Also das heißt, ich gehe mit ins Kesselhaus. Ich bin zum Beispiel Kraftwerk Schwarze Pumpe okay. seit Februar. Und da bin ich jetzt als Maschinist halt eingesetzt, auch auf der Blockwarte, also als Läufer. Ja. Und ich gehe dann auch durch das Kesselhaus, Maschinenhaus, also Anlagen halt. Ja. Kontrollieren. Hier, das ist interessant, im Hintergrund sehen wir auf jeden Fall auch eine kleine Solaranlage und auch ein kleines Mini-Windrad. Also erneuerbare Energien auch bei euch ein Thema auf jeden Fall genau, in der Ausbildung. Ja. Also das wurde bei uns auch mit angeschnitten, genau, weil ja gerade die Kohle auch zu Ende geht. Deswegen erneuerbare Energien ist immer ein Thema. Sehr cool, dann geht's weiter. Mechanische Baugruppen. Okay. Genau. Mechanische Baugruppen heißt, das sind Bauteile. Wir haben halt hier, wie du da hinten siehst, ein Rohrleitungssystem mit okay. Pumpen oder hier Schiebern. Gibt es dafür irgendwie irgendwo so eine Erklärpläne, wo man dann weiß, okay, mach mir mal Pumpe 231 oder so oder also Ventil 23? Im Kraftwerk vor Ort ist es direkt so, dass man halt eine KKS nennt sich das. Die Steigerung von Fresh KKS. Kraftwerk-Kennwertsystem. Okay. Was halt an jedem Schieber, an jeder Pumpe, an jedem Aggregat hast du halt Schilder dran, KKS. Okay. So, die sind im System eingetragen, damit du dich orientieren kannst, wo du die findest halt. Also okay. Im Kraftwerk ist dann so, wenn du zum Beispiel heißt, die Pumpe muss abgeschiebert werden, dann hast du halt die und die KKS vorgegeben, die auf dem Ausführungszettel draufsteht. Ja. Und dann musst du die halt suchen und dann weißt du halt, das ist genau die, die muss ausgebaut werden oder die muss abgeschiebert werden. Aber gibt es noch so einen richtigen Theorieteil, wo es richtig theoretisch zur Sache geht? Genau, wir haben ja unsere Berufsschule im Forst, da kommt dann auch später noch sowas wie jetzt so Steuerungstechnik oder so, Programmieren oder sowas hatten wir auch denn. Das kann man halt hier nicht machen. Hier kann man das höchstens praktisch anwenden. Lieblingsfach? LF 8. Heißt? CNC-Lehrgang, also CNC-Programmieren. Okay. Nicht so geiles Fach? Oh, da hätte ich jetzt. Ja, komm. LF 1. Das war bei uns technische Zeichnungen. Ah. Technische Kommunikation. Also gut. Das fandst du cool? Ja, ich fand's cool. Und so unterschiedlich sind die ne? Stärken und Schwächen. Okay. Was guckst du mich jetzt hier so an? What the fuck? Da ist ja auch mal eine Glocke läuten, Freunde. Denn es geht zum Schweißen, also Autogenschweißen. Schweißen. Was wir hier lernen, ist ja eh nur die Grundlinien Schweißarbeiten. Also für den Betrieb ist es nicht zulässig. Okay. Sondern was wir hier lernen, ist wirklich nur so, was man, um sich selber was anzueignen, um das mal gemacht zu haben, weiß, wie es funktioniert. Aber vom Prinzip, wenn du richtig, ich zum Beispiel ein Kraftwerk schweißen möchtest, musst du halt richtig Schweißerprüfung machen. Also musst du extra noch richtig Lehrgang machen. Okay. Weil mit dem, was wir hier lernen, kann man nicht im Kraftwerk irgendwas schweißen. Dafür hat man keine Berechtigung. Boah. Wie viel Grad hat so ein Brenner? Bis zu 3200 Grad Celsius. What the fuck? Feuer frei!
Und da gibt es auch die eine oder andere Note dann, ja? Genau, aber wir haben auch hier kein Zeitlimit, sondern das heißt wirklich, wer so und so weit ist und sich noch nicht sicher fühlt, und dann macht er halt nochmal und übt die nochmal die Naht. Ja. Auch wenn andere schon weiter sind, das kann man halt einfach noch hinterher machen. Sehr gut. Wie oft kommt jetzt Schweißen auch wirklich dran in so einer Ausbildung? Industriemechaniker werden vom Prinzip 8 Wochen beanschlagt. Davon sind 4 Wochen Autogenschweißen hier bei uns, beziehungsweise dann auch 4 Wochen E-Handschweißen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Schweißarten? Der Unterschied ist, hier wird von tatsächlich mit einem Acetylen-Sauerstoffgemisch die Flamme erzeugt. Ja. Währenddessen beim E-Handschweißen letztendlich mit Elektrode und Schweißtrafo. Okay, alles klar. Dankeschön. Gern. Was macht dir denn so am meisten Spaß? Der Bereich Drehen und Fräsen. Zu sehen, dass man aus verschiedenen Stücken Metall zum Beispiel einen Schraubstock oder sowas bauen kann, das ist einfach genial. So, ich finde das spannend zu sehen und ist man auch ein bisschen stolz auf sich selber, dass man das dann auch so genau hingekriegt hat, dass er funktioniert. Bei der Arbeit mit den Maschinen hast du halt immer diese Verantwortung noch. Ja. Du kannst auch viel kaputt machen oder verletzen oder so. Man muss halt immer aufpassen und es muss halt auch genau werden und alles. Also das macht mir Spaß. Ohne dass wir Zahlen nennen, aber Vergütung stimmt. Für das, was man macht, also ist die Bezahlung top. Genau. Ausbildungsberufe gibt es insgesamt bei der Lehre, blenden wir auch nochmal ein. Und auch 2 duale Studiengänge, die man hier kombinieren kann, also wirklich breit gefächert. Wenn man fertig ist, glaube ich, kann man halt noch ein Studium dranhängen, um als, also sich als Meister weiterzuschulen. Ihr fühlt euch wohl in der Lausitz, oder? Absolut. Also ja. Ich wollte nirgendwo anders hin. Ich habe mir extra, wie gesagt, was gesucht in der Region. Geil. Damit man hier bleiben kann. Ist einfach schön. So, jetzt sind wir hier in der Dreherei, Fräserei. Ich stehe jetzt zum Beispiel vor einer Drehmaschine. Da werden Wellen gefertigt. In dem Fall habe ich jetzt hier einen Rundstahl. Das ist jetzt schon mal eine vorgefertigte Welle. Zack. Ja. Auch Stahl. Auch Stahl wieder, genau. Bam! Längs drin verändern wir den Durchmesser. Ja. Und beim Plan drehen machen wir die Länge des Werkstücks kürzer. Du hast halt die Welle gegeben. Und dann jeweils Länge und den Durchmesser. Siehst du denn hier, wie die Toleranzen sind, also auf welche Maße du fertigen musst. Ja. Und daran musst du dich halt auch halten. Das heißt, du musst da viel im Kopf mitrechnen, auch dir merken, auf welchem Maß du zuletzt warst, damit du halt nicht wirklich durcheinander kommst. Weil man sieht da jetzt einmal, wenn man hier raufguckt, jetzt nicht genau durch, bin ich jetzt so bei 55 mm Durchmesser schon, bin ich jetzt schon bei 57. Man muss halt immer merken, wie viel man ist schon mitgegangen. Ja, genau. Genau. Klasse. Was ist das? Das ist eine Fräsmaschine. Ja. Man kann Material ziemlich genau abtragen. Zum Beispiel, was wir vorhin gesägt haben, hätte man jetzt auch mit einer Fräse runterfräsen können. Mhm. Und hätte genau das Maß auch gehabt und auch mit einer schönen Oberfläche. Muss alles ziemlich sauber sein. Okay. Weil wenn hier jetzt mal in so ein kleiner Span hier liegt und ich hier mit meinen Parallelunterlagen aufkomme, kriegt das niemand so fest eingespannt und gerade. Also deswegen putzt ihr auch immer hier alles so. Genau. Könntest du das rein theoretisch auch noch härter einstellen, sodass er fast die Hälfte wegballern kann? Kann ich. Zum Beispiel jetzt ein Schrittfräser. Oh, okay. Der sieht halt ein bisschen anders aus. Der hat ja gerade Flächen. Das ist ja ein Schlichtfräser, nennt sich das. Okay. Naja, Vorsicht, das ist sehr scharf. Okay. Diese Vertiefungen sind halt drin, damit hier mehr Oberfläche ist und dass der sich besser abkühlt. Ja, verstehe. Das erinnert mich wirklich jetzt an Bob Ross. Und er hat ja immer so. Very, very thin. Ah. And beat the devil out of it. Wenn ihr Jugendlichen was empfehlen könntet, die wirklich unentschlossen sind in der Schule, Praktikum, ist das was? Auf jeden Fall. Praktikum, ja. Ausprobieren, hier wird auch, also wir haben auch schon mitbekommen, Praktikanten, denen wird alles halt gezeigt, so, die können mal reinschnuppern, voll mal mitmachen. So. Kann man hier auch machen. Und dann sehen sie, ob es denen gefällt oder nicht. Top. Und ansonsten einfach anschreiben. Euch alles, alles Gute. Danke. Vielen, vielen Dank, danke, dass ihr mir das alles gezeigt habt. Und Freunde, wir sehen uns gleich zur Verabschiedung draußen. Bis dahin. So, Freunde, der Industriemechaniker, wirklich ein umfassender und ja, spannender Ausbildungsberuf. Industrie wird es immer geben und wird sich auch immer wieder weiterentwickeln. Das Unternehmen stellt sich neu auf, wird auch seine Industrien umdenken, erweitern und so weiter. Wir kennen ja alle die Diskussion um den Kohleausstieg, das ist das eine. Die Lehre ist auch auf jeder Ausbildungsmesse hier in der Region mit dabei und hat auch IHK-Azubi-Botschafter in den Schulen unterwegs, die dort in den Klassen auch ein bisschen den Ausbildungsberuf erklären. Nochmal vielen, vielen Dank an die Jungs, war richtig straighter Tag heute. Ihr wisst Bescheid, weiter Berufsorientierung auf dem Schirm haben. Die Berufsberater sind auch noch mit am Start von der Arbeitsagentur Cottbus, alles der Bezirk hier. Ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke mit dazu. Lasst ruhig ein Like da, wenn es euch gefallen hat. So kommen wir ein bisschen weiter hier mit dem Kanal. Findet eure Leidenschaft und habt eine geile Zeit. Bis dahin.